Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tiefer Forschen. Ich habe mir heute einen Gast dazu geholt, und zwar den Alin Kuku. Hallo Alin. Hallo Ricardo, schön hier zu sein. Schön, dich zu sehen. Alin, du bist nicht irgendwer. Ich habe ganz speziell dich ausgesucht, weil ich hatte in letzter Zeit ab und zu mal das Thema freier Wille auf meinem Kanal und habe darüber ein bisschen gesprochen und auch mal ein Antwortvideo auf jemand anderen gemacht, der dazu ein Thema, der das Thema so ein bisschen beleuchtet hat. Und deswegen fand ich es mal interessant, jemanden zu haben, der sich noch ein bisschen mehr von der akademischen Seite daran genähert hat, an dieses Thema. Aline, möchtest du vielleicht kurz sagen, was hast du studiert und wie bist du jetzt da auch gerade bei dem Thema freier Wille am Ende gelandet? Ja, also ich würde mich jetzt als Philosophen bezeichnen. Ich arbeite in der akademischen Philosophie, bin jetzt an der Uni Lausanne inzwischen, habe ursprünglich Naturwissenschaften studiert, Biologie und Chemie und bin seit 2017 in der akademischen Philosophie unterwegs. Und ja, das Thema freier Wille hat mich auch seit den frühesten Tagen, also seit ich über Philosophie nachdenke, fasziniert und interessiert. Und mein Dissertationsthema hat am Rande auch damit zu tun. Aber es ist einfach generell ein Thema, das ich unheimlich relevant finde und dem ich mich viel beschäftigt habe. Genau, und nochmal eine kleine Nachfrage. Du bist jetzt im Bereich Wissenschaftsphilosophie, ist das richtig? Habe ich mir das richtig Ja. gemerkt? Willst du vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen, was Wissenschaftsphilosophie ist? Ja, also Philosophie ist einfach professionalisiertes Denken und Wissenschaftsphilosophie ist dann eben professionalisiertes Denken, Nachdenken über Wissenschaft, über das, was die Wissenschaft eigentlich macht, was das Objekt ihrer Forschung ist und wie man Wissenschaft eigentlich tun soll. Ja. Das ist super spannend. Da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf. Ich würde aber gern einmal eine Frage ganz zu Beginn reinwerfen, weil diesen Begriff, der wird momentan häufiger verwendet im Internet, der fliegt so rum. Sam Harris hat darüber auch ein Buch geschrieben, das wahrscheinlich einige kennen, und zwar Determinismus. Was ist eigentlich Determinismus? Was bedeutet das? Was hat das mit freier Wille zu tun? Ja, sehr gute Frage. Also Determinismus, das genau jetzt festzumachen, ist gar nicht so einfach, weil da verschiedene Versionen von dieser Doktrin herumschwirren. Also die Grundidee ist eigentlich überall, dass Ereignisse unabänderlich geschehen. Also das ist sozusagen nicht anders hätte passieren können, als es tatsächlich passiert ist. Und wir sprechen hier eigentlich von einer, also die Philosophen sprechen von einer modalen Kraft, also da ist eine Notwendigkeit dahinter. Also es ist sozusagen überhaupt nicht denkbar, wenn man so will, dass es hätte anders geschehen können. Also wir sprechen hier nicht von einer Wahrscheinlichkeit, sondern wirklich, es muss so geschehen. Die Ereignisse werden erzwungen in gewisser Weise. Also man merkt schon, da fehlt einem so ein bisschen das Vokabular manchmal, aber das ist generell die Idee. Und jetzt der Determinismus, wie er so vertreten wurde in den letzten, sagen wir mal, 300, 400 Jahren, seit Thomas Hobbes vielleicht, hat sehr viel vor allem mit der Natur zu tun. Also die Idee ist, dass die Ereignisse in der Natur aufgrund von Naturgesetzen eben deterministisch passieren. Und es gibt aber noch eine andere Art von Determinismus, also mindestens noch diese weitere, nämlich würde ich mal bezeichnen als theologischen Determinismus. Die Idee, dass Gott Ereignisse so determiniert, eben, dass sie genauso passieren müssen und nicht anders passieren können. Das ist jetzt aktuell nicht so auf dem Schirm, das ist nicht so en vogue, diese Sicht. War aber natürlich gerade in der Antike und auch im Christentum, ich denke auch im Islam, schon eine wichtige Sache. Und wenn ich jetzt da mal so eine Einschätzung abgeben darf, also sag mal, der physikalische oder natürliche Determinismus hat mich persönlich nie so überzeugt, weil eben die Frage sich doch immer stellt, ja, warum sollen denn die Ereignisse in der Natur so notwendig ablaufen. Ich kann ja immer noch denken, dass sie vielleicht auch hätten anders ablaufen können. Es könnte ja einfach sein, dass entweder morgen die Naturgesetze plötzlich anders sind als heute oder dass sie sich von einer sozusagen einer Zeiteinheit auf die andere plötzlich ändern.
Oder es könnte einfach sein, dass wir in so einer Art Blase hier leben, dass die Erde oder das Sonnensystem so eine Art Blase ist und dass ganz woanders im Universum die Naturgesetze anders ablaufen. Also diese Art von Determinismus finde ich schwierig, eben weil sie beansprucht, diese modale Kraft beansprucht, aber die kriegt man eigentlich nicht wirklich her, weil ich immer noch anders denken kann. Bei dem theologischen Determinismus, den ich persönlich nicht vertrete, da finde ich es eigentlich überzeugend. Also wenn ich Determinist wäre, wäre ich theologischer Determinist, weil wenn Gott existiert, dann existiert er notwendig, dann ist es nicht anders denkbar, als dass er existiert. Und dann habe ich auch eine tatsächliche Quelle für diesen starken Determinismus. Ja, also im Kern sagst du sozusagen, wenn ich dich richtig verstehe, ich will dich nicht falsch wiedergeben, dass ja, wenn Determinismus, wenn dann halt jetzt nicht so eine einheitliche Kraft steht, die will sozusagen, dass das so determiniert wird, sondern Chaos dahinter steht oder Willkür, dann würde man sich fragen, warum ist es dann noch determiniert? Warum ändern sich dann nicht die Dinge andauernd? Ja, okay. Eine Sache, die mir noch oft im Zusammenhang mit Determinismus auffällt, da interessiert mich jetzt einfach nur, wie da gerade in der Akademie so drüber gedacht wird. Ich höre oft auch, dass Determinismus auch bedeutet, dass die Vergangenheit die Gegenwart determiniert. Also dass quasi es eine kausale Reihenfolge geben muss und die Dinge, die jetzt so passiert sind, sind so passiert, weil das, was davor passiert ist. Ist das auch Teil der Definition oder ist das auch Teil, was man eigentlich dazu tut oder gibt es da auch unterschiedliche Meinungen in dem Feld? Ja, das wäre sicherlich die Standardvariante. Das ist vollkommen richtig. Es gibt da so ein paar Feinheiten, die man gar nicht so bedenkt, weil diese Sicht, die du gerade geschildert hast, hat zum Beispiel Laplace dazu geführt, zu sagen, wenn das so ist, dann ist es ja im Prinzip möglich, dass wenn es ein allwissendes Wesen gäbe, diesen Laplacian Dämon, der alle Vorgänge genauestens kennt, dass er sozusagen also wenn er die Anfangsbedingungen des Universums kennt, kann er genau vorausberechnen, wie sich das Universum verhalten wird in der Zukunft. Eben weil die Vergangenheit die Zukunft determiniert. Wenn ich einen Zustand A kenne, dann kann ich auch den Zustand B, der auf A folgt, genau kennen. Was hier vielleicht übersehen wird, ist die Frage, ob die Anfangsbedingungen denn wirklich überhaupt so bekannt sein können überhaupt. Das würden manche Philosophen bestreiten. Zum Beispiel mein Doktorvater Michael Esfeld hat eine Theorie aufgestellt, auf die kommen wir noch später, die praktisch sagt, dass die menschlichen Handlungen mit die Anfangsbedingungen überhaupt erst definieren, sodass die noch gar nicht definiert sind am Anfang, sondern erst im Nachhinein sozusagen festgelegt werden. Und somit habe ich eigentlich durch die Hintertür wieder eine Art Spielraum eingeführt, der diesen Determinismus wieder ein bisschen relativiert. Okay, das ist spannend. Dann würde ich gerne jetzt quasi die nächste natürliche Frage stellen. Wenn wir gerade über Determinismus gesprochen haben, würde ich jetzt gerne über freier Wille sprechen und natürlich auch den Zusammenhang von den beiden. Und du schreibst ja gerade auch deine Doktorarbeit in dem Bereich, oder? Ist richtig, ne? Über freier Wille. Also freier Wille ist am Rande ein Thema. Das Hauptthema ist letztlich die Frage, wie man menschliche Handlungen, wenn man sie begreift als Eingriff in die natürlichen Vorgänge, vereinbaren kann mit den Naturgesetzen. Ah, Aber okay. natürlich, das spielt schon an die Frage des freien Willens heran, weil wenn natürlich die Möglichkeit dieses Eingriffs gar nicht da ist, weil die Naturgesetze zum Beispiel eben absolut strikt gelten und auch wir Menschen durch diese Naturgesetze sozusagen fixiert sind, dann gibt es eben diesen freien Willen ja nicht. Ja. Okay, dann sind wir ja direkt da bei dem Thema, was ist denn jetzt freier Wille eigentlich und warum streiten sich Leute darum, also in Bezug auf Determinismus, warum stört dann Leute Determinismus, freier Wille? Ja, also zunächst mal freier Wille. Ich würde vielleicht ein bisschen präziser von freien Handlungen sprechen. Die sind einfacher zu Okay. fassen. Und so als die erste Annäherung könnte man sagen, freier Wille ist weder das Ergebnis von purem Zufall oder von rein probabilistischen, also von wahrscheinlichkeitsgesteuerten Ereignissen, noch ist es natürlich das Produkt von determinierten Ereignissen.
So, das sagt uns jetzt noch nicht allzu viel darüber, was es ist, sondern nur, was es nicht ist. Also, was eigentlich generell vertreten wird, was ich auch denke, ist wichtig zu sagen, ist, dass eine freie Handlung ist ein Ereignis, das hätte auch nicht geschehen können. Oder? Das würden wir ja sagen, wenn ich jetzt hier meine Kaffeetasse nehme, dann hätte es auch sein können, dass ich sie eben jetzt in dem Moment nicht nehme, wenn ich mich dagegen entschieden habe. Und in dem Zusammenhang ist auch ein wichtiger Bestandteil vom freien Willen noch der, dass Personen der Ursprung sind von diesen Handlungen. Also eben nicht Dinge, nicht physikalische Ereignisse, zum Beispiel jetzt, dass irgendein Lichtstrahl auf meine Augen fällt und eine physikalische Kette von Ereignissen bewirkt, dass ich die Kaffeetasse hebe, sondern ich als Person bin es, die hier der Ursprung ist für die freie Handlung. Und dann ist es, denke ich, auch noch ein wichtiger Punkt zu sagen, natürlich passieren diese freien Handlungen nicht sozusagen willkürlich, sondern immer im Hinblick auf Gründe. Also ich habe einen Grund, die Kaffeetasse zu nehmen, in dem Fall, um jetzt zu demonstrieren, wie man freien Willen fassen kann. Aber generell haben das, was wir als Handlungen bezeichnen, eigentlich immer Gründe. So, und also diese Sache, dass freie Handlungen eben durch Personen letztlich festgelegt sind, ist etwas, woran sich viele Philosophen stoßen. Sie sagen, also dann ist es ja willkürlich, dann ist es ja weder durch ein Naturgesetz festgelegt und es soll auch nicht zufällig sein. Aber was ist es denn dann? Also diese dritte Kategorie ist für viele einfach unverständlich, nicht nachvollziehbar. Wir kommen, glaube ich, später nochmal drauf. Und damit haben eben viele dann ihre Schwierigkeiten. Aber ich denke eben, dass man freie Handlungen nicht nur gut verteidigen kann, sondern dass wir auch gar nicht wirklich ohne diese Kategorie auskommen. Ein letzter Punkt, den ich noch sagen sollte, ist, der auch für viel Verwirrung sorgt, besonders wenn man eben von freiem Willen spricht, ist zu sagen, okay, also ist es denn so, dass wir in allem, was wir tun, frei sind? Also zu sagen, nicht durch irgendwelche Dränge oder Gelüste oder sowas irgendwie gepusht. Natürlich ist es so, dass viele Handlungen vielleicht sogar zwanghaft sind. Also die gibt es natürlich. Und deswegen ist es jetzt die Latte zu hoch gehängt, zu sagen, alle meine Handlungen sind absolut frei in diesem Sinne, dass ich meine Gründe abgewogen habe und dann zu einem Schluss komme und das dann tue. Das ist unrealistisch. Aber die Tatsache, dass solche sozusagen unterbewusst oder halb erzwungenen Handlungen gibt, heißt nicht, dass es nicht auch eben diese freien Handlungen gibt. Und sobald es diese freien Handlungen überhaupt gibt, sobald es auch nur eine einzige solche Handlung gibt, kann ich sagen, also gibt es die Möglichkeit und dann muss ich sie auch philosophisch irgendwie dann erfassen. Gut, das ist jetzt aber dann natürlich erstmal nur auf einer konzeptionellen Ebene. Und dann stellen natürlich viele Leute sich erstmal die Frage, aber wie ist denn da der Stand der Wissenschaft? Hat die Wissenschaft denn nicht inzwischen bewiesen, dass das Universum deterministisch ist und entsprechend auch das Gehirn und dann entsprechend auch der Wille und die Handlungen des Menschen? Genau, sehr gute Frage. Also das ist eigentlich der Hotspot in der Diskussion. Also zunächst mal ist es vielleicht einfach wichtig zu sehen, dass aus der Naturwissenschaft der Determinismus, wie ich ihn jetzt geschildert habe, einfach nicht folgt. Es gibt keinen zwingenden Grund, aufgrund der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben, Determinismus anzunehmen. Also die Newtonsche Mechanik ist ja eigentlich so ein beliebter Ausgangspunkt für Determinismus. Aber die Newtonsche Mechanik erzwingt diesen Determinismus. Also die Vorstellung, dass die Dinge genauso passieren müssen, dass es gar nicht anders geht, dass sie genauso passieren, einfach nicht. Sondern beschreibt einfach, wie sich Körper verhalten. Beschreibt Naturgesetze in mathematischer Weise. Aber diese modale Kraft, die steckt da gar nicht drin in der Naturwissenschaft. Die wird einfach dazu gesetzt von Philosophen. Insofern würde ich sagen, dass der Determinismus eine Zeit lang, also vor allem im 18., 19. Jahrhundert, einfach ziemlich gehypt wurde.
in der Philosophie. Natürlich, durch die Quantenmechanik ist sogar in der Naturwissenschaft dieser strikte Determinismus doch ziemlich in Verruf geraten, weil die Quantenmechanik schon deutlich zu zeigen scheint, dass es eben Ereignisse gibt, natürliche Ereignisse gibt, die gar nicht determiniert sind, sondern die nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passieren. Aber eben, wie wir noch gleich sehen werden, ist das auch kein Ausweg für den freien Willen, die Quantenmechanik. Ja, genau, also ist, da kommen wir bestimmt nochmal gleich drauf. Aber ein Punkt, der immer wieder dann angebracht wird, das sind diese Libet-Experimente. Von denen habe ich schon oft viel gehört. Es gab auch noch einige Experimente, die danach noch stattgefunden haben, die auch nochmal so in dieselbe Sparte gehen. Ganz kurz, was waren das für Experimente eigentlich? Haben die jetzt bewiesen, dass wir freien Willen haben, dass wir keinen freien Willen haben? Was sagen diese Experimente eigentlich überhaupt aus? Ja, also diese Experimente waren so das erste Ansatzpunkt in der Neurowissenschaft, zu untersuchen, wie denn menschliche Handlungen im Zusammenhang stehen mit Gehirnaktivität. Und also was Libet gemacht hat, ist einfach Folgendes: Er hat Probanden eine ganz simple Handlung durchführen lassen, also in dem Fall, ich glaube, es war einfach nur den Finger zu beugen, und hat gesagt, macht das sozusagen einfach, wann es euch gefällt, nach Gutdünken. Und hat dann parallel aber eben einerseits die Muskelaktivität per EMG gemessen und auch die Hirnströme per EEG. Und zwar so hier oben an der Schädeldecke, im Bereich, wo das supplementäre motorische Feld sitzt. Das ist also das Zentrum, das für gewollte Handlungen, also Muskelaktivität, letztlich zuständig ist. So, und dann als drittes Element haben wir gesagt, okay, ihr sagt mir bitte, wann genau bei euch der Drang, also auf Englisch spricht er von Urge, zu dieser Handlung einsetzt. Er hat ihnen dann also eine riesige Uhr vorgesetzt, eine Spezialuhr, die sehr schnell durchlief, wo die Probanden sehr genau sagen konnten, wann dieser Drang zur Handlung einsetzte. Ja, und die Ergebnisse sind durchaus interessant, aber sind interpretationsbedürftig. Ja, was waren das denn für Ergebnisse? Also, was kam Ja, da raus? also zum einen hat er zeigen können, dass das sogenannte Bereitschaftspotential oder Readiness Potential auf Englisch, es ist eine Hirnaktivität eben im Bereich des motorischen Feldes, deutlich vor dem Einsetzen des Drangs zur Handlung da ist. Also er hat da viele Durchgänge gemacht und das kann man, denke ich, schon jetzt einfach sagen, dass sich das herauskristallisiert hat. Wobei man, genau, danke für das Diagramm hier. Also hier sieht man eben die Zeitskala in Millisekunden. Also hier, das ist das Einsetzen der EMG-Aktivität. Also hier kontrahiert der Muskel. Und hier haben die Probanden angegeben im Schnitt, dass dieser Drang zum Handeln einsetzt. Und bereits eben gut eine halbe Sekunde vor diesem Drang setzt bereits das Bereitschaftspotenzial ein. Und wobei Libet nicht der Erste war, der das Bereitschaftspotenzial entdeckt hat, sondern der Erste, der diesen systematischen Zusammenhang gemacht hat zwischen Drang zur Handlung und Bereitschaftspotenzial. So, und jetzt sind natürlich, das natürlich, aber es sind eben viele Philosophen, auch Neurowissenschaftler, schnell sich begeistert auf diese Ergebnisse gestürzt und gesagt, ah ja, das ist doch der Beweis, dass unsere Handlungen durch unser Gehirn letztlich festgelegt sind. Also bevor ich überhaupt etwas tun will, hat mein Gehirn eigentlich schon festgelegt, dass ich es tun werde. So, und es scheint zunächst mal plausibel, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Aber wenn man es genauer dann untersucht, dann sieht man, dass es nicht so einfach ist, diesen Schluss zu ziehen. Weil die Daten selbst wiederum erzwingen diesen Schluss nicht.
Also selbst Libet war dem skeptisch gegenüber. Er hat gesagt, okay, ist es wirklich so, dass mein Gehirn mich sozusagen zwingt, eine Handlung zu vollziehen? Und er hat dann ein weiteres Experiment gemacht, das sogenannte Veto-Experiment, und hat den Leuten gesagt, wenn ihr den Drang spürt, dann handelt nicht, sondern brecht die Handlung ab. Und er hat also schon zeigen können, dass tatsächlich das möglich ist. Also es beginnt. Das Bereitschaftspotenzial steigt, aber dann in dem Moment, wo die Leute ihr Veto sozusagen innerlich sprechen, bricht dann der Hirnstrom wieder ab. Und so kann die Person also doch sehr wohl hier eingreifen. Also selbst wenn es nur auf die Weise ist, dass sie eine sich anbahnende Handlung abbricht. Das ist immer noch ein Ausdruck von einer freien Handlung in dem Fall. Das Zweite, was man hier beachten muss, ist, dass diese Interpretation, dass freiwillig existiert, hängt von metaphysischen Grundannahmen ab. Also die funktioniert dann sehr wohl, wenn ich von dem Materialismus ausgehe. Wenn ich sage, der menschliche Geist ist identisch mit dem Gehirn, dann ist natürlich meine Handlung vorausdeterminiert durch mein Gehirn. Aber das ist auch keine überraschende Schlussfolgerung. Dazu müsste ich ja, wenn der Materialismus wahr ist, müsste ich kein Libet-Experiment machen. Dann wüsste ich das schon im Voraus, weil es sowieso keine andere Möglichkeit gibt. Es gibt ja nur naturgesetzlich regierte physikalische Dinge am Menschen und die lassen keinen Raum für freien Willen. Ein Leib-Seele-Dualist zum Beispiel, der kann dann sagen: Okay, irgendwas löst diesen Hirnstrom aus. Aber ich habe einerseits die Möglichkeit, eben hier ein Veto einzulegen, also dass Leib-Seele-Dualist zum Beispiel mit dieser Veto-Theorie sehr gut konform gehen könnte. Er könnte aber auch sagen, dass zum Beispiel dieser Urge, dieser Drang gar nicht das Relevante ist, was freie Handlungen ausmacht, sondern nur so ein kleiner Teil, der vielleicht in echten freien Handlungen, wie sie im Leben sonst passieren, wenn ich mich zum Beispiel entscheide, welchen Beruf ich ergreifen soll oder einer Versuchung nachgeben soll oder nicht, gar nicht so in dieser Form auftritt. Ja, haben denn nicht andere Studien schon belegt, dass es sogar 10 Sekunden vorher dieses Readiness-Potential da sein kann? Ja, also das Bereitschaftspotenzial selbst nicht, aber andere Hirnströme, die dann, also wurde zumindest postuliert, im Zusammenhang damit stehen. Also es gibt eine Studie von Zun aus dem Jahr 2008, die sozusagen, da ging es darum, die Probanden schon wählen können, ob sie die linke oder rechte Hand verwenden. Und er hat einfach fragen wollen, kann ich an den Hirnströmen ablesen, welche Hand der Proband benutzen wird. Und hat die also zurückverfolgt bis in den präfrontalen Kortex, das ist hier so unter der Stirn. Und konnte da also eine Links-Rechts-Korrelation herstellen. Und tatsächlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% ungefähr konnten dann die Ergebnisse voraussagen, also die Hirnströme voraussagen, welche Hand benutzt wird. Und das bis zu 10 Sekunden vorher tatsächlich. Also 10 Sekunden vorher die ersten Hirnströme. Gut, also ja, das muss man so zur Kenntnis nehmen. Also zum einen muss man natürlich schon sagen, also 60%, okay, das ist vielleicht signifikant mehr als reiner Zufall sozusagen. Wahnsinnig viel ist es jetzt auch nicht. Aber selbst wenn man jetzt das akzeptiert und sagt, okay, da ist tatsächlich eine Korrelation da, gilt immer noch das Gleiche wie bei den Libet-Experimenten. Also es gibt offenbar mindestens die Möglichkeit eines Vetos und die wird dann besonders plausibel, wenn ich eben hier einen Leib-Seele-Dualismus ansetze. Dann kann die Person, selbst wenn ihr Gehirn gewisse Dinge ihr sozusagen anbietet oder ihr so einen Anstupser gibt, macht doch jetzt dies oder jenes, kann die Person immer noch Nein sagen. Und dieses Veto, also dieser Moment, wo dann jemand sich gegen den Urge, gegen den, wie haben wir das genannt, den Drang, Trieb, den Druck ja. entscheidet, kann der denn vorhergesagt werden? Gibt es da Experimente oder so, die sagen, dieses Veto kann man vorhersehen? Ja, gute Frage. Also meines Wissens nicht. Es war ein Kritikpunkt natürlich von Neurowissenschaftlern, die gesagt haben, ja gut, was löst denn diese Veto-Aktivität aus? Die muss ja auch, und das ist jetzt interessant,
die muss ja auch was, sozusagen eine Gehirnaktivität sein. Aber da sieht man schon, dass da eben eine metaphysische Grundannahme drinsteckt, nämlich die, dass jedes mentale Ereignis identisch ist mit einem Gehirnereignis. Aber das ist einfach Identitätstheorie, das kann man auch verneinen. Man kann es kohärent verneinen und sagen, nein, es ist einfach nicht so. Mentale Ereignisse sind verschieden, auch wenn sie mit Gehirnströmen zusammenhängen, sind sie verschieden von den Gehirnströmen. Und dann fällt diese Frage so ein bisschen in sich zusammen. Da kann man plausibel sagen, das Veto ist ein rein mentales Ereignis, das aber eine kausale Wirkung hat auf das Gehirn. Okay, und also ich will noch einmal einen Moment kurz zurückgehen und fragen nochmal das Readiness Potential oder auch andere Hirnströme, du hast das angesprochen. Im Endeffekt, was wird da eigentlich jetzt genau gemessen? Das ist ja einfach nur, dass wir, so wie ich das jetzt verstehe, so an das Hirn quasi rangehen mit bestimmten Geräten und merken, da passiert etwas. Also da ist mehr Elektrizität oder mehr Energie oder mehr Wärme oder so vorhanden. Aber es ist jetzt ja nicht so, soweit ich das verstehe, dass wir dort sehen können und sehen, oh, da ist die Entscheidung und ah, da ist das, sondern wir sehen einfach nur, da ist irgendwie Energie plötzlich oder da ist jetzt mehr Energie vorhanden als vorher. Ist das richtig? Oder was, oder wie würdest du das sonst deklarieren, beschreiben? Also, ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler, aber bei den EEG-Strömen, also das Readiness Potential ist letztlich eine Summierung von Gehirnströmen, von elektrischen Potenzialen, die sich über die Membranen von Nervenzellen aufbauen, von vielen in dem Fall. Also man misst so eine Art Elektrizität, ein elektrisches Potenzial eigentlich, das in seinem Betrag jedenfalls dann steigt. Es wird eigentlich negativer, aber sein Betrag steigt es. Und ja, also das ist natürlich nicht, also eben, und da hier kommt die Metaphysik ins Spiel, oder? Also wenn ich Identitätstheorist bin, was eigentlich Theoretiker bin, was eigentlich heutzutage niemand mehr ist, dann sage ich, dass die Aktivität von Neuronen identisch ist mit geistigen Ereignissen. Aber ich kann das eben auch verneinen. Ich kann sagen, das ist einfach nicht so. Und es gibt gute Argumente, auf die wir gleich noch kommen, das zu verneinen. Also ich denke, es ist einfach eben ein wichtiger Punkt für die Sorgfalt in der Wissenschaft. Und weshalb es eben sowas wie Wissenschaftstheorie gibt, zu sagen, Moment mal, also ich messe keine Absichten, Gedanken, Handlungen, ich messe Hirnströme. Und ich kann eine Korrelation herstellen zu Absichten, Gedanken und so weiter. Natürlich. Aber da muss ich die Person fragen, ob sie zum Zeitpunkt XY eben ein bestimmtes geistiges Ereignis hatte in ihrem Geist. Und dann kann ich diese Korrelation herstellen. Aber aus der Korrelation folgt keine Identität. Ja. Ja gut, das ist, glaube ich, wichtig auch nochmal, um überhaupt zu verstehen, was misst man da eigentlich, weil oft habe ich auch das Gefühl, wenn man mit Menschen spricht, und ich hatte das selber auch, als ich mich am Anfang damit beschäftigt habe, man hat so das Gefühl, man denkt, oh, da sieht man ja scheinbar die Handlung im Gehirn, so, aber das ist ja nicht unbedingt zumindest so. Gut, dann ist jetzt noch eine wichtige Frage. Wir haben ja jetzt von so ein paar Experimenten gesprochen. Ne, beim Libet-Experiment, wo man einfach nur den Finger gehoben hat, oder auch andere Experimente, wo man so Entscheidungen von zwei Button oder so hatte, die man drücken konnte, oder zwei Fingern, die man entscheiden konnte zu bewegen. Da stellt sich die Frage, das sind jetzt ja sehr, ich sag mal, belanglose motorische Entscheidungen, die man trifft. Und es gibt natürlich, also wenn man über Willensfreiheit spricht oder auch Handlungsfreiheit, dann ist das ja vor allem relevant für wichtige Entscheidungen, die man im Leben trifft, für Dinge, die jetzt nicht so langweilig sind oder so irrelevant, dass vielleicht sogar das Hirn sagen würde, ja, das ist sowieso egal, oder dass auch der Verstand sagen würde, das lasse ich komplett das Hirn entscheiden, wenn es da jetzt eine Trennung zwischen gibt. Und dann ist ja die Frage, kann man auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand darüber legt, was für einen Beruf will ich später wählen oder so, kann man auch bei wichtigeren Entscheidungen oder bei Entscheidungen vielleicht, was bringt mir mehr Geld oder weniger Geld oder so? Keine Ahnung. Bei solchen Entscheidungen kann man auch da ein Readiness Potential sehen und das und auch irgendwelche Hirnströme, die vorhersagen, wie jemand sich entscheiden wird. Also es gibt meines Wissens keine Experimente dazu. Es wird auch natürlich immer wieder erwähnt in der Debatte um die Libet-Experimente.
Wir haben da keine Ergebnisse zu und es ist natürlich auch wahnsinnig schwer, die zu erreichen unter Laborbedingungen. Kann ich eigentlich nur mit solchen einfachen Handlungen, solchen reduzierten Dingen arbeiten, sonst wird einfach ist das Ganze zu komplex. Dann stellt sich immer noch die Frage, ja, okay, diese Hirnströme, die ich dann messe, wenn ich jetzt jemanden in so eine wichtige Entscheidungssituation stelle, die könnten dann alle möglichen Ursachen haben. Ich kann dann schwer oder schwerer auf jeden Fall die Korrelation zum eigentlichen geistigen Ereignis herstellen. Insofern wissen wir das nicht. Es wäre natürlich interessant, das herauszufinden, aber letzten Endes denke ich, dass es gar nicht so relevant ist, eben weil man schon bei diesen einfachen Libet-Experimenten eigentlich verneinen kann, dass aus den Ergebnissen folgt, dass wir diese freien Handlungen gar nicht durchführen. Hat denn das Readiness Potential irgendeine ganz bekannte Funktion, die irgendwie, wo man weiß, okay, das ist der Grund oder was das bringt uns dieses Readiness Potential oder das bringen diese Hirnaktivitäten? Ja, das ist wirklich auch eine gute Frage. Also, also ich sage jetzt einfach mal, da wurde nicht so wahnsinnig viel drüber eben spekuliert. Also ich würde jetzt mal im Rahmen eines Leib-Seele-Dualismus das Ganze so interpretieren, dass das Readiness Potential vom Geist ausgelöst wird. Ich meine, die Probanden, denen wurde ja vorher gesagt, ihr müsst jetzt das und das tun, ihr setzt euch in den Stuhl und dann, wenn ihr diesen Drang habt, dann beugt euren Finger. Okay. Und so, das war also, diese Information war in ihrem Geist drin. Und also, ich denke, es ist plausibel zu sagen, dass dieser Geist sozusagen unterbewusst diesen Hirnstrom auslöst, der dann wiederum sozusagen an die Oberfläche kommt im Geist als Drang und dann die Person dem Drang nachgeben kann oder nicht. Okay. Das ist jetzt eine, dann natürlich eine Interpretation, hast du ja auch Ja, gesagt. klar. Genau. Dann ist natürlich jetzt die nächste spannende Frage, wenn wir sagen, okay, Wissenschaft ist das eine, ist natürlich sehr schwierig, da überhaupt irgendwas zu belegen oder zu widerlegen in dem Bereich Determinismus, Willensfreiheit. Aber könnten wir nicht sagen, es gibt vielleicht bestimmte philosophische Gründe, weshalb wir freien Willen ausschließen, sondern hat die Philosophie nicht den freien Willen längst widerlegt? Ja, genau. Also tatsächlich denke ich, man müsste eher in die Philosophie schauen, um den freien Willen zu widerlegen, wenn man so will. Es gibt Argumente gegen den freien Willen, die jetzt unabhängig von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen existieren. Es sind eigentlich Inkohärenzargumente. Also man sagt, es ist quasi nicht in sich stimmig, diesen freien Willen anzunehmen. Also eine Sache ist, die, dass man sagt, also freier Wille heißt, freie Handlung heißt, ist von einer Person hervorgebracht. Und das ist eine Ansicht, die ist nicht nachvollziehbar. Wer soll denn diese Person überhaupt sein? Also wenn es eine immaterielle Person ist, wird gesagt, das passt nicht mit den Naturgesetzen zusammen. Das wäre ein Eingriff in die Naturgesetze, ist auch generell nicht so. Es war kein gutes Argument zu sagen, das klingt komisch, dass eine immaterielle Person das Ganze hervorrückt, aber es wird eben oft so gesagt. Dann vielleicht ein stärkeres Argument ist zu sagen, wer hat denn verursacht, dass die Person diese Handlung verursacht? Ja, also wenn ich das so sage, dann komme ich in so einen sogenannten unendlichen Regress rein. Also es hört dann nie auf, zu sagen, eine Ursache für die Ursache zu finden. Und dann sagt man, okay, ein unendlicher Regress kann nicht stattfinden, also kann diese Art von Verursachung durch Personen gar nicht stattgefunden haben. Und das zweite große Argument betrifft die Struktur von solchen Handlungen. Also man sagt, okay, das ist eigentlich weithin anerkannt, dass solche Handlungen im Hinblick auf Gründe stattfinden. Und dann fragt man natürlich weiterhin, ja gut, also wenn ich jetzt Gründe habe, die im Konflikt stehen,
Und zwar, das Gedankenexperiment ist dann immer zu sagen, ich habe zwei Gründe, die sind exakt gleich stark, die sind exakt gleich vernünftig und gleich stark. Wie verhält sich jetzt die Person? Welchen von diesen Gründen nimmt sie denn jetzt? Und der extremste Gedankenexperiment in dem Zusammenhang ist der Esel von Buridan. Er ist ein besonderer Esel, weil der immer strikt rational entscheidet, nach welchen Gründen er vorgeht. Und er steht also vor zwei Heuhaufen, die sind beide gleich nahrhaft und lecker und gut. Also es sprechen exakt die gleichen rationalen und starken Gründe für beide Heuhaufen. Und die Frage ist, wie entscheidet sich der Esel? Welchen Heuhaufen frisst er denn jetzt? Und der arme Esel in dem Gedankenexperiment verhungert am Ende, weil er eben sich für gar keinen entscheidet. Es gibt ja keinen Grund, der sozusagen zwischen diesen gleich starken Gründen als Schiedsrichter fungieren könnte. Und natürlich könnte ich sagen, es gibt dann sozusagen Gründe zweiter Ordnung. Also diese Sache wird auch vertreten, die sozusagen den Schiedsrichter spielen zwischen den Gründen erster Ordnung. Aber was mache ich, wenn ich Gründe zweiter Ordnung habe, die gleich stark sind? Da habe ich das gleiche Problem wieder auf einer höheren Ebene. Da müsste ich Gründe dritter Ordnung postulieren und so weiter und so fort. Da komme ich auch wieder in einen unendlichen Regress eigentlich rein. Die Schlussfolgerung ist zu sagen, ja gut, das ist inkohärent. Und deswegen nehmen sozusagen die beißen die Leber in den sauren Apfel, die Philosophen sagen, also Gründe sind nicht einfach nur etwas, worauf, also im Hinblick, worauf die Handlung getan wird, sondern sie sind direkt die Ursache für die Handlung. Dann habe ich zwar immer noch das Problem, dass nicht klar ist, warum jetzt der eine Grund eher als der andere die Handlung verursacht hat, aber zumindest habe ich einfach eine Ursache, die nun mal eben das eben verursacht die Handlung, ähnlich wie in der Quantenmechanik, eben normal das Elektron im Magnetfeld so oder so fliegt. Es ist halt dann einfach so, ich habe eine Ursache und fertig. Genau, und jetzt, okay, ich denke, das ist doch eher die nächste Frage, was man jetzt darauf antworten kann, nicht wahr? Ja, genau, hätte ich jetzt auch gefragt. Das sind jetzt, du hast, glaube ich, jetzt drei verschiedene Gründe genannt, drei Gegenargumente sozusagen gegen Willensfreiheit. Boah, jetzt muss ich nochmal zusammenkriegen. Einmal fangen wir hinten an. Einmal, dass wenn jetzt dass Gründe alleine nicht ausreichend sind, als Entscheidungsgrundlage, mit dem Beispiel jetzt an, wenn beide Gründe gleich stark sind und man sich zwischen zwei entscheidet, das habe ich nicht, wenn ich das richtig wiedergebe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig gesagt habe, dann einmal dieses Problem der unendlichen Regression. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, was hat dann diese Entscheidung verursacht und was hat das verursacht, dass dann diese Entscheidung verursacht wurde? Und das kann man ja immer weiter fragen. Und das erscheint auch inkohärent. Und was war nochmal der erste Grund? Du kannst ja dann nochmal wiederholen und dann direkt die Antwort drauf geben. Ja, der erste Grund ist eben, betrifft dass überhaupt Personen Handlungen verursachen. Da sagt man, dass das passe nicht in das Weltbild hinein. Hier vielleicht Ah noch ja, ein dazu Punkt. habe ich dann noch vielleicht noch direkt eine Frage, weil Ja. ich glaube, dass manche Leute dann auch direkt an der Stelle auch Darwinismus mit einbringen oder Evolution und sagen, wenn Menschen ja entstanden sind, dann müsste ja irgendwie dieser geistige Mensch oder diese Seele, die müsste sich ja auch irgendwie entstanden sein. Und das ist ja auch oft für viele Leute ein Problem, dann zu sagen, okay, oder gab es erst einen bestimmten Punkt, wo dann sozusagen der Geist sich an den Körper rangedockt hat, erst ab einer bestimmten Evolutionsstufe. Ich glaube, ich vermute, dass man das oft auch in diesem Kontext nennen würde. Ja, das ist natürlich die tiefer liegende metaphysische Frage. Ja, aber ich denke, wir kommen auf die noch. Okay. Also man kann im Prinzip auch in einem darwinistischen Kontext kann man Leib-Seele-Dualist sein. Aber da kommen wir dann später noch drauf. Ja, also zunächst mal das pressierendere Problem ist eben wenn ich davon ausgehe, dass jedes Ereignis durch ein anderes Ereignis verursacht wurde, dann habe ich keinen Platz in diesem Bild für Personen als Verursacher von Ereignissen. Und das ist wirklich ein Problem. Also wenn ich zum Beispiel sage, ein Billardball hat den anderen angestoßen, dann habe ich ein Ereignis, Billardball rollt. Ereignis 2 ist, der nächste Billardball rollt. Aber wiederum muss man sagen, ja gut, aber was ist denn so abstrus daran zu sagen, eine Person ist nun mal auch eine
Ursache für Ereignisse und nicht nur andere Ereignisse, die jetzt einfach nur tote Materie beinhalten. Und insofern kann man einfach dagegen stellen und sagen, ja, die Person kann eine Ursache sein. Und auf die anderen zwei Einwände bezüglich diesem unendlichen Regress und bezüglich diesen konkurrierenden, gleich starken Gründen kann man auch eine Antwort geben. Ja. Ja, also das eine ist, dass ich fange mal mit diesen konkurrierenden Gründen an. Ja, es ist so, dass man dann einfach sagen kann, dass es keinen übergeordneten Grund gibt, warum jetzt die eine oder die andere Handlung vollzogen wurde. Das ist aber keine chaotische Willkürlichkeit, die man hier postuliert, weil man hat ja bereits einen Grund, warum die Handlung vollführt wird. Man hat nur keinen Grund, warum dieser eine Grund eher bevorzugt wurde als der andere Grund. Aber warum muss ich denn eine Erklärung dafür angeben, warum das eine eher als das andere genommen wurde? Ja, das ist eine extrem hohe Messlatte für eine also Willensfreiheitstheorie, die, finde ich, man einfach nicht einhalten muss. Es gibt sogar Philosophen, die sagen, in Bezug auf Gott, sagen, es gibt vielleicht Handlungen, wo Gott auch sozusagen gleich starke Gründe hat, das eine oder das andere zu tun, einen Menschen zu erschaffen oder einen anderen Menschen zu erschaffen, der sozusagen gleich gut ist, der vielleicht anders ist, aber vielleicht gleich gut ist in all seiner Gesamtbewertung. Ja, welchen erschafft er denn jetzt, den einen oder den anderen? Und dass dann Gott sehr wohl einfach sozusagen willkürlich entscheiden kann, ohne jetzt einen weiteren Grund angeben zu müssen und dass es vollkommen kohärent ist. Und wenn das Argument erfolgreich ist, dann haben wir sozusagen noch mehr bei Menschen die Möglichkeit zu sagen, dass wir eben genau so entscheiden können und dass es vollkommen nachvollziehbar ist. Dieses Argument habe ich, glaube ich, auch schon häufiger gehört im Zusammenhang mit der Frage nach der bestmöglichen Welt. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, dass manche Philosophen sagen, okay, Gott müsste ja theoretisch die bestmögliche Welt erschaffen, wenn er ein wirklich guter Gott ist. Aber wenn wir uns irgendeine Welt überlegen, dann könnte man sich immer eine Welt überlegen, die noch einen Ticken besser ist, in der noch, sagen wir mal, ein Mensch ist, der noch glücklicher ist. Und dann könnte man noch eine Welt überlegen, dass noch mal mehr ein Wesen, das mehr Glück ist, erfüllt ist. Und irgendwie könnte es immer glücklicher und besser sein. Und dann kommen wir am Ende auch in so eine Art unendliche Regression, dass wir sagen, es gibt gar keine beste Welt. Aber am Ende muss Gott trotzdem, wenn er etwas erschaffen will, muss er eine Welt erschaffen, auch wenn es gar keine beste gibt. Das heißt, er hat gar nicht die Möglichkeit, trotz seiner Allmacht die beste mögliche Welt zu erschaffen, sondern er kann einfach nur gute oder bessere Welten kreieren. Also in dem Zusammenhang habe ich dieses Argument auch schon, also zumindest ein paralleles oder ähnliches Argument gehört. Durchaus, ja. Und wenn man das Problem natürlich in Bezug auf Gott lösen kann, dann kann man es a fortiori, also noch viel mehr, dann in Bezug auf Menschen auch lösen. Dann bleibt noch Grund 2, richtig? Ja, muss ich gerade selber nochmal schauen. Also jetzt zu sagen, dass sagen die Person durch andere, genau, also was ist die Ursache dafür, dass die Person die Ursache ist? Naja gut, also hier kann man auch wieder sagen, okay, ich führe einfach eine dritte Kategorie ein zwischen determinierten Ereignis, kausalen Zusammenhängen und rein zufälligen oder probabilistischen Verursachungen. Ich führe einfach ein die Kategorie Person und die wird als eine Art Prime Mover, also bei Aristoteles gibt es ja diese Idee des ersten Bewegers und so in dieser Art könnte man Personen einfach auch einführen. Immer mit der Qualifikation, dass sagen, die Person handelt im Hinblick auf Gründe. Aber dann ist eben tatsächlich eine Person ein erstes Glied in einer Kette von Ereignissen und eben nicht nur ein Glied, das sozusagen zwischen zwei Ursachen steht oder zwischen Ursache und Wirkung. Und dann kann ich sagen, muss ich nicht mehr fragen, was hat die Person verursacht? Und ich kann sagen, die Person hat
sozusagen aus sich selbst heraus diese Handlung verursacht. Und diese Idee ist natürlich jetzt in einem theistischen Weltbild leichter verstehbar als in einem nicht-theistischen Weltbild, weil also Theisten würden von Gott sagen, dass Gott genau so ist. Er kann Ereignisse aus sich selbst heraus hervorbringen. Es gibt niemanden, der ihn sozusagen dazu bewegt oder auch nur anschubst oder determiniert gar, eine Handlung zu tun. Er tut sie einfach aus sich heraus. So, und wir Menschen wären dann in diesem Zusammenhang, in einem abgespeckten Sinne, wären wir auch solche ersten Beweger mit allen Reduzierungen, die wir natürlich dann in Bezug auf Gott haben, aber dennoch ist es ein intelligibles, ein verständliches Bild. Ja, und das, was ich da auch immer denke im Moment, dass was hier als Kohärenzproblem quasi gesehen wird für eine Person als Ursache, ist ja diese unendliche Regression. Und dasselbe Problem könnte man doch genauso auch bei zum Beispiel einem strikten Determinismus oder auch bei Probabilismus sehen. Man könnte sagen, okay, du sagst, es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 90 und 10%, aber welche Wahrscheinlichkeit hat diese 90 und 10% sozusagen gemacht? Und also es hätten ja auch 50-50 sein können. Wieso ist diese Wahrscheinlichkeit so gefallen? Und dann kannst du auch sagen, ja, das muss entweder determiniert durch irgendwas sein oder probabilistisch wieder durch irgendwas. Und das könnte man ja auch immer weiter fortführen und sagen, gut, also unendliche Regression, das Problem haben wir immer, wenn wir nicht irgendwann eine Erstursache annehmen. Oder? Also, oder ist das, sehe ich das falsch? An der Stelle. Also wenn jetzt Menschen einfach als sozusagen Durchlaufstation für Ereignisketten da sind, egal ob deterministisch oder probabilistisch, dann also stellt sich weniger die Frage des Erstverursachers. Gut, die Frage nach den Wahrscheinlichkeiten ist natürlich noch meine eigene tiefe Frage, wie fasse ich denn Wahrscheinlichkeiten überhaupt? Also gibt es auch mehrere Theorien, also die Frequenztheorie wäre dann zum Beispiel zu sagen, also in 900 von 1000 Fällen passiert A und in 100 von den 1000 Fällen passiert B. Dann habe ich eben eine Wahrscheinlichkeit von 90% für A. Aber es könnte sein, wenn ich eine andere Serie mit 1000 Mal A oder B mache, dass es ganz anders rauskommt. Und dann, wie fasse ich dann die Wahrscheinlichkeit? Es ist gar nicht so einfach zu fassen, was Wahrscheinlichkeiten denn tatsächlich sind. Aber das ist auch gar nicht so relevant, weil eben für den freien Willen würde man immer sagen, also ich kann sogar natürlich Wahrscheinlichkeiten angeben. Also der Philosoph würde sagen, a posteriori, also nachdem ich mit x Menschen y Versuche gemacht habe, wie sie sich in einer bestimmten Situation entscheiden, dann kann es tatsächlich sein, dass vielleicht sogar rauskommt, wenn ich das Ganze mit vielen Menschen und vielen Versuchen mache, dass das Ganze auf eine gewisse Wahrscheinlichkeit hin konvergiert, kann ja sein. Aber das allein zeigt noch nicht, dass unsere Handlungen allein probabilistisch verursacht sind. Das ist der Irrtum, das ist dieses Argument von Van Inwagen, der also sich da gewundert hat, gesagt hat, ja gut, also wenn die Person Alice eben in 1000 Mal sozusagen vor die Situation gestellt wird, dass sie die Wahrheit sagen kann oder lügen kann, also sie entscheidet sich für eine Situation, dann wird das Ganze, wird das Universum sozusagen zurückgespult und sie ist wieder in der gleichen Situation und das Ganze wird 1000 Mal gemacht. Was kommt dann dabei raus? Er hat gesagt, ja gut, es könnte sein, dass es eben 50-50 rauskommt. Und was lese ich denn daraus ab? Er hat sozusagen gefolgert, die Tatsache, dass ich hier eine Wahrscheinlichkeit dann angeben kann, macht es unverständlich, wie die Person sich wirklich frei entscheiden konnte. Aber ich sage, es folgt daraus einfach nicht. Es kann eben wirklich sein, dass wir uns frei entschieden haben, aber tatsächlich es eben so rauskommt, dass sich eben in 50% der Fälle die Person so oder so entscheidet. Das ist ja völlig konsistent eben mit der Annahme, dass die Ereignisse auch hätten nicht passieren können. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit ist dann oft ja am Ende nur eine Beschreibung von dem, was man dann beobachtet hat. Also in dem Fall Genau. nur theoretisch beobachtet hat. Man Ja. kann es ja nicht wirklich beobachten. Und Ja. dem Fälle nicht unbedingt eine Kausalkraft in dem Sinne, sondern einfach nur. Bingo. Okay, ja. Aber da kommen wir dann vielleicht nochmal zu der Einfrage, die höre ich auch immer wieder. Diesen Satz, das war auch in dem Video, auf das ich eine Antwort gegeben habe, ist das reingefallen. Du hast das jetzt schon teilweise beantwortet, aber was würdest du darauf sagen, wenn dir das jemand sagt, dass entweder muss ja
muss etwas zufällig passieren, also willkürlich, oder Ja. es hat einen Grund, es ist bestimmt, es ist determiniert. Und in keinem der beiden Szenarien hat freier Wille ja irgendeinen Platz, also kann freier Wille doch gar nicht existieren. Ja, also das erste Mal, was ich dann sagen würde, ist, dass tatsächlich diese Person eine Sache verstanden hat, nämlich dass Zufallsereignisse oder probabilistische Ereignisse eben nicht helfen, um freien Willen stark zu machen. Das ist, denke ich, ein großer Irrtum von einigen Philosophen, die das in den letzten Jahrzehnten seit der Quantenmechanik versucht haben. Das ist hoffnungslos aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht. Insofern haben diese Personen recht. Nur, womit sie nicht recht haben, was ich bestreiten würde, ist, dass es nur diese zwei Optionen gibt. Also, es ist einfach eine konzeptionelle Verengung zu sagen, es gibt nur diese zwei Arten von Verursachen, nämlich determiniert und zufällig. Es gibt, wir können auch sehr kohärent, wie ich schon eben versucht habe zu argumentieren, eine dritte Art von Verursachung annehmen, die einfach postulieren und sagen, die gibt es. Und nicht zuletzt, wir erleben sie ja auch durch Introspektion, durch Einblick in uns selbst, dass wir sagen können, die kann ich einfach annehmen und die gibt es. Und deswegen muss ich mich nicht auf eine von diesen anderen beiden Möglichkeiten beschränken. Ja, das finde ich auch immer sehr wichtig, dass, also zumindest aus meiner Perspektive würde ich erwarten, dass ich niemandem belegen muss, dass ich einen freien Willen habe. So, also, wenn du verstehst, was ich Ja, meine, weil ja. ich merke ja, dass ich das habe. Also, warum sollte ich jetzt irgendwem das belegen müssen? Er müsste, wenn er mir erklären, dass das, müsste mir belegen, dass das eine Illusion ist, was ich erlebe. Weil Ja. ich gehe auch jetzt erstmal davon aus, dass die Welt um mich herum existiert und ich nicht in einer Illusion lebe. Das sehen manche Philosophen anders, aber ne, das ist erstmal so eine Grundintuition, mit der ich starte. Und ich bin der Ansicht, dass jetzt jemand anders zu mir kommen müsste und mir erstmal zeigen müsste, dass die Welt um mich herum eine Illusion ist, bevor ich ihm das glaube. Und ähnlich würde Ja. ich da mit dem freien Willen auch rangehen. So habe ich Ja. dich jetzt auch verstanden, dass du das damit meinst. Ja. Dass ich dann auch, das wurde auch in dem einen Video genannt, auf das ich geantwortet habe, da wurde auch nochmal gesagt, wenn jetzt der freie Wille eine eigene Kategorie wäre, so, ne, aber er folgt jetzt keiner Gesetzmäßigkeit, dann ist er ja in dem Moment doch wieder willkürlich. Dann ist er doch schon wieder zufällig. Das ist jetzt nochmal, man doppelt sozusagen nochmal down. Aber vielleicht kannst du darauf auch nochmal kurz antworten. Ja, also wie gesagt, wenn es die dritte Kategorie gibt, dass Handlungen im Hinblick auf Gründe getan werden können, nicht, dass die Gründe die Ursachen sind, dann hätte ich ja wieder eine Gesetzmäßigkeit, sondern das schlichtweg, da ist die Person und dann gibt es die Gründe und die zwei sind verschieden und die Person kann im Hinblick auf die Gründe die Entscheidung treffen, ist aber durch die Gründe nicht determiniert, dann habe ich beides, was ich eigentlich im freien Willen haben will. Ich habe die Freiheit, die Sache zu tun oder nicht zu tun. Und ich habe aber auch sozusagen eine Rationalität, das ist ja der Punkt, die entgegengesetzt ist einer chaotischen Willkürlichkeit, die Dinge zu Ja, tun. ja. Ich Ja, denke, das gut. ist. Ich glaube, wir haben das jetzt sehr deutlich gemacht, dass das oft einfach eine Vorannahme ist, die Leute treffen. Es gibt nur das eine Ja. oder das andere. Das kommt vielleicht aus einer Denkschule auch heraus in der Philosophie, die man Materialismus nennt. Aber vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen, was ist eigentlich Materialismus und was sind so Alternativen dazu? Also ganz grob gesagt, Materialismus wäre die Doktrin, dass alles, was existiert, materiell ist. Daraus folgt nur nicht, dass ein Materialist nicht auch solche Begriffe wie Geist oder freier Wille oder derartiges oder auch Moral oder so verwenden kann. Aber was man eben schon sagen muss, ist, dass eigentlich, wenn also zumindest der harte Materialist, und ich glaube sogar, dass die weichen Materialisten, die Nicht-Reduktiven, wie sie sich nennen, da letztlich auch es eigentlich zugeben müssen, dass ihre Ontologie, also das, was sie annehmen, das existiert. Fundamental ist rein materiell. Und alles, diese ganzen Begriffe wie Geist etc., sind eigentlich nur Abkürzungen für einfach Konfigurationen von Materie, mehr nicht. Also Ja. im Endeffekt zum Beispiel, du bist einfach dein Gehirn, könnte man sagen. Also es gibt nicht irgendwie noch was anderes, was in deinem Gehirn lebt, oder das wäre auch schon fast falsch ausgedrückt, was irgendwie in Verbindung
mit deinem Gehirn ist, sondern du bist, wenn du deinen Körper nimmst, das bist komplett du. Also wenn du jetzt jedes einzelne Atom in der Art und Weise konfigurierst, wie es jetzt gerade ist, dann ist das, bist du das. Da gibt es nicht noch irgendwas anderes, was da mit reinspielt. Quatsch Richtig. gesagt. Ja, das ist richtig. Also bei dieser Deutlichkeit haben das nur die Identitätstheoretiker gesagt. Es hat sich dann im Laufe der Zeit schon dann auch herauskristallisiert, dass das die Identitätstheorie so nicht funktioniert. Und man hat dann versucht zu sagen, wenn man auf Englisch so schön sagt, to have your cake and to eat it. Also irgendwie so beides zu haben, also den Geist irgendwie zu haben, als was irgendwie doch irgendwie anders als das Gehirn, aber dennoch zu sagen, letztlich stehen wir einfach in diesem Nexus von natürlichen Ereignissen und ich dann so Sachen wie nicht reduktiver Physikalismus oder Materialismus herausgebildet haben. Aber letzten Endes, wenn man genau hinsieht, muss man eigentlich schon fragen, also ist es jetzt so, dass der Geist, was verschieden vom Gehirn existierend ist oder nicht? Und also besondere Verwirrung hat aus meiner Sicht da der Begriff der Supervenienz gestiftet in der Philosophie. Der wird irgendwann sehr modern. Der ist eigentlich im ganz anderen Kontext entstanden, in der Ethik nämlich, wo er auch durchaus seinen Platz hat. Und dann wird der einfach übernommen in die Philosophie des Geistes. Und die Idee ist einfach, dass ich habe zwei sozusagen Schichten von Beschreibungen, also zum Beispiel neuronale Ereignisse und geistige Ereignisse. Und in der supervenierenden Schicht, also in dem Fall die geistigen Ereignisse, kann keine Änderung eintreten, wenn nicht eine Änderung in der subvenierenden Schicht eintritt. Sodass man sagt, also der Geist geht sozusagen immer mit dem Gehirn mit. Ja? Und also das kann man erstmal sowieso in Frage stellen, ob das wirklich so ist, ob wir dafür überhaupt empirische Belege haben. Aber die andere Frage ist natürlich dann, eine Supervenienz ist im Prinzip auch vereinbar mit dem Leib-Seele-Dualismus. Ich könnte einfach sagen, die Seele ist sozusagen total fest ans Gehirn gekettet und kann eigentlich nichts anderes machen, als was das Gehirn sozusagen verursacht. Aber dennoch ist die Seele verschieden vom Gehirn. Und es hat viel Verwirrung gestiftet, weil eigentlich diese Physikalisten natürlich keine Leib-Seele-Dualisten sind, sondern eigentlich sagen wollen, es gibt keine Seelen und es gibt eigentlich auch gar keinen Geist als unabhängig vom Gehirn. Da müssten sie eigentlich sagen, wir sind eigentlich Materialisten und eigentlich ist der Geist identisch mit dem Gehirn und meine Beschreibungen können es irgendwie zwar noch über den Geist gehen, aber eigentlich meine ich, wenn ich ganz ehrlich bin, das Gehirn. Ja, ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor, vielleicht hilft das auch für die Zuschauer, so ein bisschen wie so ein Computer. Ich habe hier jetzt ja auch meinen Computer hier stehen und einen Bildschirm am Computer. Und das, was auf dem Bildschirm erscheint, das ist einfach das, was die Hardware darunter macht. Das ist so diese Supervenienz. Und das produziert dann dieses Bild auf dem Bildschirm. Und der große Streit jetzt quasi zwischen einem Dualisten und einem Materialisten wäre der, ist der Bildschirm alles? Oder gibt es noch jemanden, der den Bildschirm auch sieht? Also ist da noch irgendeine Ebene darüber, die auch den Bildschirm wahrnimmt? Und das ist, glaube ich, so vielleicht, so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, ob das manchen hilft, das so ein bisschen zu trennen. Da meldet sich gerade Dann mein Hund mal zu Wort. Da hast du eigentlich schon wieder drei Ebenen drin. Also es ist, ja, also das mit der Hardware und dem Bildschirm ist glaube ich, ganz, ganz gut, denn wir würden schon sagen, dass das, was am Bildschirm passiert, auf dem superveniert, was in der Hardware passiert. Also der Bildschirm hat kein Eigenleben in dem Sinne. Kann ich selber entscheiden, jetzt irgendwelche Pixel anzuzeigen, die nicht der Computer ihm vorgibt. Das ist richtig. Aber dennoch würden wir ja sagen, dass der Bildschirm verschieden ist von dem Motherboard oder was auch immer da, von der Platine. Oder ich kann den Bildschirm ausbauen und die Platine noch behalten. Ich kann die Platine ausbauen, habe den Bildschirm immer noch. Und das ist vielleicht tatsächlich ein gutes Beispiel, um zu zeigen, also es ist konzeptionell vorstellbar, dass zwei Dinge aufeinander supervenieren, aber dennoch einfach verschieden sind. Ja. Gut, aber was ich immer damit meine, ist auch so ein bisschen dieses Hard Problem of Consciousness. Vielleicht kommen wir das später nochmal zu. Genau, du hast aber jetzt ja noch, ich glaube, du bist jetzt noch nicht drauf eingegangen. Es gibt, glaube ich, auch noch verschiedene Alternativen zu dem Materialismus. Du hast eine schon angesprochen, den Dualismus. Genau, und da gibt es auch verschiedene Varianten von. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erstmal zu sagen.
Also eine Variante eben wäre der Dualismus, wie schon gesagt, dass ich dann einfach annehme, dass es zwei verschiedene Sorten von Dingen gibt in der Welt, nämlich materielle oder physikalische und geistige. Dann eine andere Alternative, die jetzt in den letzten Jahren ziemlich en vogue gekommen ist, wäre Panpsychismus, dass ich sage, es ist alles zwar einerseits physikalisch, aber andererseits auch mental. Also alles, was physikalisch ist, ist auch mental. Also dann, daraus folgt natürlich, dass tatsächlich mein Kugelschreiber auch mentale Eigenschaften hat. Die mögen zwar extrem primitiv sein, aber er hat sie. Panpsychismus. Und dann ist der dritte große Brocken wäre dann eben der Idealismus. Also ich sage, es gibt eigentlich nichts Physikalisches, also das eine unabhängige Realität hat, unabhängig vom Geist, sondern letztlich sind alle Dinge mentale Dinge und das, was wir so als physikalisch erleben, sind einfach mentale Entitäten, die in unserem Geist einfach nur existieren. Genau, diese drei sehe ich als Alternativen. Ja, gibt es denn Belege, die gegen Materialismus sprechen? Gibt es irgendwelche Dinge, die dagegen sprechen? Ja, also tatsächlich Belege würde ich jetzt schon nennen. Also das Bewusstsein, damit meine ich jetzt das phänomenale Bewusstsein, also das Erleben von Dingen, das, wie man auf Englisch sagt, ist what it's like to be a human being oder what it's like to be me. Das ist etwas, was massive Probleme macht, weil selbst wenn ich sage, dass die Bewusstseins, die Dinge, die auch in meinem Bewusstsein irgendwie stattfinden, was wie Schmerz zum Beispiel, einfach erklärt werden durch die Funktion, die sie haben. Also Schmerz als Funktion zum Beispiel, um körperlichen Schaden zu melden und zu verhindern, dass weiterer körperlicher Schaden entsteht. Kann ich so erklären, ist ja auch in Ordnung, aber was dann noch übrig bleibt als zu erklärend, ist eben dieses Erleben. Ich kann diese Funktion des Schmerzes erklären, ohne dass ich jemals sowas wie ein Schmerzerleben drin habe. Also im Sinne zum Beispiel ein Roboter, der so eine Funktion eingebaut hat, dass wenn irgendwo ein Bauteil beschädigt ist und er dann irgendwie seinen Arm oder was zurückzieht oder zur Reparatur läuft automatisch, der hat ja auch keinen Schmerz. Und wir Menschen könnten, wir wären vorstellbar, auch ohne dieses Schmerz erleben, mit der gleichen Funktion, die der Schmerz auch tatsächlich jetzt eben hat. Also bleibt dieses phänomenale Bewusstsein einfach übrig und wird nicht erklärt in einem rein funktionellen Materialismus. Ja. Und das zweite große Problem ist eben die Normativität. Also normativ ist alles, wo ich mich frage, soll ich das oder das tun? Und diese Frage, ist es gut, das und das zu tun, oder soll ich das und das tun, findet zunächst mal in dem materiellen Weltbild keinen Platz. Hier wird auch wiederum versucht, das Ganze zu reduzieren auf rein deskriptive Beschreibungen. Aber diese Beschreibungen, Entschuldigung, sind nicht identisch mit der normativen Frage, weil ich kann, wenn ich alle deskriptiven Beschreibungen habe, stellt sich immer noch die Frage, was ich tun soll. Also immer mal das Beispiel Rauchen. Wenn ich weiß, dass Zigarettenrauchen mit so einer gewissen Wahrscheinlichkeit Lungenkrebs verursacht, dann zwingt mich das allein noch nicht, diese Erkenntnis, oder die sagt mir noch nicht, ich soll nicht rauchen. Natürlich, das ist eben jetzt genau der tricky point, scheint uns überwältigend klar zu sein, dass es besser ist, nicht zu rauchen, als zu rauchen, angesichts dieser Erkenntnisse. Aber wenn wir jetzt ganz genau hinschauen, brauchen wir eine normative Prämisse, die sagt, alles, was mit einer Wahrscheinlichkeit von größer als 50% von mir aus ein Lungenkrebs bei mir verursachen wird, sollte ich nicht tun. Und dann folgt diese Schlussfolgerung, dass ich nicht rauchen sollte. Und wir wissen ja gerade beim Rauchen, dass Menschen trotzdem rauchen, auch obwohl sie wissen, dass es so schädlich ist. Also, was ich damit sagen will, ist, dass eben daraus hervorgeht, dass die normative Frage nicht identisch ist mit der rein deskriptiven Beschreibung der Situation und man deswegen die Normativität auch nicht im materiellen Weltbild unterbringen kann und Ja. deswegen eigentlich daraus folgt, dass sowas wie Personen als nicht materielle
Entitäten dann irgendwie in der Ontologie da sein müssen. Normativität würde ja dann auch erfordern, dass jemand quasi sagt, es gibt hier irgendwie so Atome, die sind irgendwie arrangiert und dieses Arrangement an Atomen ist schlechter als ein anderes. Ein anderes müsste besser sein. Und das ist ja irgendwie schwer sich vorzustellen, warum sollte jetzt die eine Art, wie sich Atome zusammensetzen, besser sein als die andere Art, wie sich Atome zusammensetzen. Gibt es das nochmal gut wieder, was du damit sagen wolltest? Also der Materialist müsste eigentlich sagen, dass es diese Frage sozusagen nur, also ob jetzt eine Atomanordnung besser oder schlechter ist als die andere ist, die gibt's, also da gibt es nicht wirklich ein Faktum, ist es eine besser oder das andere. Diese Frage besser oder nicht besser ist eigentlich streng genommen irgendwie sinnlos, weil was man eigentlich nur sagen kann, ist, dass es gibt diese zwei Arrangements von mir aus. Und dann gibt es sowas wie Bewertungskriterien, die dann wie auch immer aussehen, anhand derer dann Menschen sagen, ich präferiere die eine über die andere. Aber der Bedeutungsinhalt des Wortes gut oder besser ist nicht was Eigenständiges, was unterschiedlich ist von der Frage zum Beispiel, ob jetzt ein Arrangement nützlicher ist als das andere, ob aus dem einen etwas folgt, was aus dem anderen nicht folgt, sondern es ist eine, die würde sagen, das, was wir normalerweise sagen, dass wir Nützlichkeit zum Beispiel von Güte unterscheiden, wird der Materialist in dem Fall sagen, diese Unterscheidung ist streng genommen eigentlich unzulässig. Diese Dinge sind identisch. Und ich kann zwar von gut und besser sprechen, aber eben wiederum nur als so eine Art Shortcut, so eine Abkürzung. Ja. Und insofern für den Materialisten stellt sich diese Frage nach der Güte streng genommen gar nicht, außer eben als sozusagen Shortcut-Zugriff. Und könnte man dann danach folgend sagen, dass es Belege für Dinge wie Dualismus oder Idealismus gibt, jetzt speziell, du hast ja eben noch andere Alternativen genannt, Ja. wie Panpsychism, im Deutschen Ja, Panpsychismus, der Panpsychismus, Name. ja. Ja, aber mal davon mal weg, jetzt so speziell Dualismus oder Idealismus, gibt es dafür Belege oder Dinge, die dafür sprechen? Ja, also weder für den Panpsychismus noch für den Idealismus gibt es, also für den Panpsychismus kann es sozusagen keine empirischen Belege geben, weil wir nie in die Dinge hineinschauen können. Wir können nie erfahren, what it's like to be a pen, ja. Funktioniert halt nicht. Also werde ich es nie erfahren. Idealismus ist genauso letztlich unmöglich, außer dass, wenn Gott existierte, er uns eines Tages offenbaren würde, dass tatsächlich die Welt rein mental ist. Was ich spannend finde, ist, dass es für den Dualismus, den Leib-Seele-Dualismus, möglicherweise empirische Belege gibt, nämlich die sogenannten Nahtoderfahrungen. Die finde ich wirklich spannend. Dazu jüngst ein Buch gelesen von Pim van Lommel, der ist dann vielleicht der führende Forscher auf dem Gebiet. Und das ist eine sehr akkurate, sorgfältige Forschung, die da betrieben wurde, die wirklich alle möglichen naturalistischen Erklärungen für diese Nahtoderlebnisse doch, würde ich sagen, ausschließt und sich dann schon die Frage stellt, wie sind die dann zu erklären? Dass Personen, wenn ihr Hirn absolut tot ist, ihr Herz stehen geblieben ist, noch etwas haben, wie Phänomenales erleben, mit zum Teil Details, die sie unmöglich wissen konnten. Zum Beispiel eine Frau hat dann gesagt, da hinten irgendwo weit entfernt auf dem Krankenhausdach liegt ein roter Turnschuh. Das konnte diese Frau unmöglich wissen. Die war erstens nie auf dem Krankenhausdach und zweitens lag sie in diesem Krankenzimmer hirntot. Es gab keine andere Möglichkeit, außer dass tja, sie auf irgendeine mysteriöse Weise da hingereist ist und das Ganze gesehen hat. Und jedenfalls der Leib-Seele-Dualismus, welche eine gute Erklärung für solche Befunde. Ja. Ja, da gibt es ja viele dieser dokumentierten Fälle. Das ist super spannend. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich da mal reinzulesen und sich nicht vornherein zu verschließen, auch wenn natürlich viele Sachen da
ich sag mal, mystisch oder auch spekulativer Natur sind, weil wir die nicht verifizieren können. Aber gerade so Fälle wie jetzt das mit dem Schuh oder es gibt da ja auch noch ganz andere Fälle, ist natürlich super spannend, weil sie ja schon so ein Indiz sind irgendwie. Das hat die Person sich nicht ausgedacht oder das war nicht so ein Produkt des Gehirns, das sich irgendwas zurecht überlegt hat. So, also das ist schon sehr spannend. Wenn wir jetzt über diese verschiedenen Ansichten sprechen, was würdest du sagen, was sind denn so die Stärken oder Schwächen dahinter? Ja, also im Panpsychismus ist sicherlich die Stärke, dass er sozusagen kohärent erklärt, wie es zu sowas wie geistigem Erleben kommt. Er sagt, das gibt es halt überall und bei Menschen ist es halt besonders verdichtet oder besonders komplex. Die Schwäche ist natürlich, dass wir keinen unabhängigen Beleg dafür haben, dass es unplausibel erscheint, dass uns materielle Gegenstände einfach nicht geistbegabt erscheinen. Und natürlich, dass die Frage sich schon stellt, wie ist es dann mit den Naturgesetzen? Also ist es dann so, dass sowas wie freier Wille eben nur ab einer bestimmten Komplexitätsstufe dazukommt? Weil sonst, also mein Kugelschreiber macht nicht den Eindruck auf mich, dass er so eine Art freien Willen hat. Der macht einfach genau das, was ich mit ihm mache. Und natürlich dann auf einer metaphysischen Ebene ist die Frage, wie kommt denn diese Komplexität zustande? Also wirklich lauter kleine, sagen wir mal, die kleinsten Bestandteile der Materie sind schon geistbegabt und die setze ich zusammen und irgendwann habe ich dann sowas wie einen Menschen, der tatsächlich so ein komplexes Erleben hat. Aber wir haben ja ein vereinheitlichtes Erleben. Es ist ja nicht so, dass ich sozusagen einen Monitor in meinem Bewusstsein habe, der den Höreingang darstellt und den visuellen Eingang etc. oder meine Emotionen auf dem dritten Bildschirm darstellt. Also es ist vereinheitlicht, mein Bewusstsein. Das ist schwer zu erklären, wenn eben die Grundlage eigentlich atomistisch ist, also aus leider kleinen Bestandteilen besteht. Das ist zum Panpsychismus. Der Idealismus hat natürlich die Stärke, dass er kein Problem hat mit Interaktion. Es gibt ja nicht Interaktion zwischen physikalischem und mental, weil es gibt ja nur Mentales. Hat allerdings dann ein Problem, wenn es um die Stabilität der Welt geht. Warum ist die Welt stabil? Warum gibt es sowas wie stabile Naturgesetze? Warum bleiben die Dinge überhaupt in Existenz und verschwinden nicht einfach, wenn es also nur von meinem Geist abhängt, ob das Fenster hinter mir existiert? Warum kann ich mir nicht das Fenster nicht einfach wegwünschen? Und deswegen funktioniert ein Idealismus eigentlich auch nur gut, wenn man Gott postuliert. Das war die ursprüngliche Idee eigentlich von Berkeley. Er sagte also, Gott ist derjenige, der diese Dinge wahrnimmt und deswegen haben sie ihre Stabilität in der Existenz. Das ist gleichzeitig auch der größte Einwand aus meiner Sicht, weil uns scheint diese Welt schon einen geistunabhängigen Status zu haben. Und wenn Gott existiert, dann scheint er uns ja hier getäuscht zu haben. Aber das wiederum passt nicht zu seinem Wesen. Und deswegen finde ich, ist der Idealismus hier ein bisschen in problematische, vielleicht so ein bisschen eine eskapistische Variante. Dann der Dualismus, also die Schwächen, die ihm angelastet werden, sind gar nicht so stark, wie ich finde. Also die Schwächen sind zum einen das Interaktionsproblem eben. Wie kann es sein, dass was Geistiges auf etwas Materielles einwirkt und wieder verletzt es nicht die Naturgesetze? Dann das Paarungsproblem. Wie kann es sein, dass dass meine Seele genau mit meinem Körper verbunden ist und nicht mit irgendeinem anderen Körper? Wie kommt diese Paarung zustande? Und dann die Sache mit der darwinschen Evolutionslehre generell. Und das Interaktionsproblem ist eigentlich ein bisschen ein Non-Starter, weil die basiert auf einer letztlich ganz, ja, würde ich schon fast sagen, ein bisschen rudimentären Kausalitätsvorstellung, eben mit den Billardbällen. Also ich brauche eben einen Billardball, damit der andere sich bewegt. Und die Seele ist was nicht Materielles. Wie kann sie dann irgendwas im Gehirn anstoßen sozusagen. Aber eben, wenn ich Kausalität weiterfasse und sage, es kann eben auch geistige Wesen geben, die können was verursachen in der materiellen Welt, habe ich kein Problem. Und eben wiederum, wenn ich Theist bin, habe ich Gott als Vorbild, der solche Dinge tun kann. Und genauso interessanterweise
In einem theistischen Kontext ist das Paarungsproblem auch gar nicht mehr so problematisch, weil dann kann ich die Paarung von Seelen mit Körpern erklären, Kraft dessen, dass Gott sie so gepaart hat. Ja, in einem nicht-theistischen Weltbild ist es tatsächlich ein bisschen willkürlich, dann zu sagen, diese eine Seele ist mit dem Körper gepaart. Und gleich mit der Evolutionslehre, also selbst wenn ich die akzeptiere als Theist, kann ich immer noch sagen, gut, ab einer bestimmten Evolutionsstufe hat Gott eben da Seelen hineingegeben in das ganze System und das wäre zumindest kohärent. Was ein Gedanke, den ich vielleicht noch habe, selbst wenn man jetzt nicht mal ein theistisches Weltbild annehmen würde bei dem Paarungsproblem, würde es mir zumindest im ersten Moment doch plausibel erscheinen, dass wenn sich eine Seele irgendwo andockt, dann etwas, was ich sag mal, die Möglichkeit zu viel der Motorik hat, das Informationen sammeln kann, wie jetzt das zum Beispiel das menschliche Gehirn. Also wenn sich jetzt eine Seele an einen Stift docken würde, dann hätte es ja nicht wirklich Einfluss auf irgendwas Materielles wahrscheinlich. Oder hängt natürlich davon ab, was die Seele alles kann oder der Geist alles kann. Soll ja vorsichtig sein, wie man die Sachen sagt. Wahrscheinlich Geist, der wahrscheinlich der richtige Begriff. Und bei einem Gehirn, da würde das irgendwie effizienter mir erscheinen. Also das könnte man vielleicht auch als einen Punkt nennen. Es ist natürlich trotzdem schwierig, warum wechseln wir nicht ab und zu oder was auch immer. Aber das zumindest würde ich zumindest auch erstmal plausibel, gar nicht so unplausibel finden, dass sich, wenn jetzt eine Seele sich irgendwo randockt oder ein Geist sich irgendwo randocken würde, dass er dann ein Gehirn wählen würde und einen Körper vielleicht noch weiter gefasst, der halt motorische Fähigkeiten hat, der die Möglichkeit hat, Dinge zu kalkulieren, der die Möglichkeit hat, wahrzunehmen. Also selbst da finde ich das nicht mal einen so starken Gegenpunkt, den man bringen kann. Wenn du das vertrittst, dann sagst du eigentlich schon im Vorhinein, dass es eine Passung gibt zwischen der Seele und dem Körper. Also dass sozusagen die Fähigkeiten der Seele dann in Korrespondenz stehen mit den Fähigkeiten dieses Körpers. Und dann hast du das Problem eigentlich wieder, das in einem nicht-theistischen Weltbild zu erklären, wie es zu dieser Passung überhaupt kommt. Warum ist die denn so? Ja. Das ist eigentlich dann ein Brute Fact in einem nicht-theistischen Weltbild. Aber der Theist wiederum kann an der Stelle schon sagen, okay, die Passung Wäre so eine gibt es, Art weil. Feintuning wieder, könnte man an der Stelle Ja, sagen, so. genau. Die macht in einem theistischen Weltbild absolut Sinn. Gut, dann hast du ja auch schon was veröffentlicht in diesem Bereich, in der akademischen Welt, du hast ein Paper geschrieben. Und zwar über den Energieerhaltungssatz, dass der wird oft als Gegenargument gebracht gegen den Dualismus. Vielleicht möchtest du kurz erklären, was der ist. Also, ich sage jetzt mal, was er nicht ist. Er ist nicht das, was uns in der Schule beigebracht wurde. Es wurde, glaube ich, gesagt, dass Energie weder vernichtet noch erzeugt werden kann, sondern nur umgewandelt werden kann. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe eine Zeit lang auch unterrichtet als Lehrer und ich habe das den Schülern auch so verklickert. Das ist so nicht die Weise, wie Physiker das Ganze auffassen. Physiker fassen es einfach als eine Wenn-Dann-Beziehung auf, gemäß den sogenannten Noether-Symmetrien. Was die genau sind, ist ein bisschen vielleicht zu abstrakt jetzt für den Moment, aber das Entscheidende ist diese Wenn-Dann-Beziehung. Also es ist einfach so, wenn diese Symmetrien von einem physikalischen System eingehalten werden. Und das System kann alles Mögliche sein. Das kann eben auch mein Kugelschreiber wiederum sein. Oder mein Zimmer oder was weiß ich. Das kann man einfach beliebig definieren. Und wenn diese Symmetrien eingehalten sind für dieses System, dann ist die Energie für dieses System erhalten oder aber auch der Impuls, das ist die zweite Größe, die erhalten sein kann. Und wenn diese Symmetrien nicht erhalten sind, dann sind die zwei physikalischen Größen eben nicht erhalten. Und die ganze Sache gilt auch umgekehrt. Also wenn die Energie nicht erhalten ist oder der Impuls, dann muss auch die Symmetrie gebrochen worden sein und umgekehrt. Also dieser Punkt gibt natürlich plötzlich, wenn man das realisiert, gibt es plötzlich unerwarteten Spielraum für dualistische Interaktion, weil dann der Dualist einfach sagen kann, gut, wenn also der Geist interveniert und zum Beispiel die Energie im Gehirn steigt, dann ist es kein Problem für die Energieerhaltung, weil die ist ja sowieso nur konditional, wenn dann. Und in dem Fall ist es halt dann, wenn nicht, dann nicht. Fertig. Und es gibt hier keine Anforderung, dass die Energie im Universum gar nicht steigen kann oder nicht sinken kann,
sie genau gleich bleibt, die kann einfach auch steigen, die kann einfach auch sinken. Und sogar unabhängig vom Dualismus diskutieren Physiker, ob die Energie im Universum überhaupt erfassbar ist, ob sie überhaupt konstant ist. Also in der Kosmologie gibt es da durchaus konkurrierende Meinungen. Also das ist alles gar nicht so in Stein gemeißelt, wie das uns in der Schule eben verklickert wurde. Okay, also im Endeffekt in deinem Paper geht es auch genau jetzt um diese Frage, ne? Die du jetzt gerade erläutert hast. Und im Ja, Endeffekt genau. bedeutet das ja nur, dass, dass diese, ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, dass diese Symmetrie nicht gegeben sein muss unbedingt und dass dementsprechend es schon sein kann, dass quasi der Energiegehalt im Gehirn steigt, wenn der Geist jetzt eine Entscheidung trifft. Ja. Aber das würde in dem Sinne gar keine Verletzung irgendeines Naturgesetzes sein. Ja, genau so ist es. Ganz genau. Das Paper übrigens habe ich nicht allein geschrieben, sondern mit Brian Pitts zusammen. Der ist Physiker, theoretischer Physiker und spezialisiert eben in der klassischen Physik. Und ich habe diese Infos natürlich von ihm. Und eben, es ist tatsächlich in der Physik kein großes Problem mit der Energieerhaltung. Das Problem liegt eigentlich tiefer oder die Frage des dualistischen Interaktionismus liegt eigentlich tiefer als in Sachen Energieerhaltung. Das heißt, damit haben wir quasi auch eine Frage, die ich hier noch mehr aufgeschrieben hatte, glaube ich, schon beantwortet, und zwar, wie das scheinbar dagegen spricht. Der Gedanke war, es darf ja nicht Energie im Universum mehr werden, das muss konstant Ja, bleiben. Das war die Annahme, ja, die Leute treffen, ja. und das würde widersprechen. Und im Endeffekt würde die Antwort einfach sein, dass dann halt die Symmetrie für einen Moment aufgehoben ist oder in einem gewissen Maße im Gehirn, wenn der Geist eine Entscheidung trifft oder Ja. der Geist beeinflusst. Und dadurch ist es durchaus möglich. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den viele Leute anbringen, wenn sie über freier Wille sprechen, und zwar über die Quantenmechanik. Und sie sagen, dass die Quantenmechanik uns eine Antwort darauf gibt, auf wie freier Wille funktionieren kann. Stimmt das? Gibt es da Ansätze, die versprechend sind oder vielversprechend sind, oder ist das eigentlich eher, liegt man da eher falsch mit? Vielleicht noch mal kurz zurück, ganz kurz zu der Sache mit der Energieerhaltung. Also Okay, Entschuldigung. die ist lokal. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt anzufügen. Also wenn in meinem Gehirn die Energie nicht erhalten ist über einen gewissen Zeitraum, dann heißt es nicht, dass die ganzen Naturgesetze zusammenbrechen. Das ist also die doch ziemlich übertriebene Befürchtung, die von manchen Philosophen vorgebracht wird. Nein, es ist einfach lokal, weil ich das Universum fassen kann als eine Summe von einzelnen physikalischen Systemen. Und wenn in einem die Energieerhaltung verletzt ist sozusagen, wobei verletzt ist auch schon wieder ein bisschen drastisches Wort, dann muss sie woanders nicht verletzt sein. Insofern gibt es eben das Problem nicht in der Weise, wie es dargestellt wurde. Ja, aber die Quantenmechanik ist natürlich auch auf diesem Nährboden gewachsen, dass man die Energieerhaltung gewährleisten wollte. Es gibt sogar Versuche, dass man sogar den Geist quantenmechanisch erklärt. Also, dass man alles, den Geist und die geistige Interaktion quantenmechanisch erklärt. Da ist Henry Stapp besonders herausragend. Allerdings, also seine Theorie ist das bestentwickelte, was es auf diesem Gebiet gibt. Aber er kommt eben doch oft über bloße Analogien nicht hinaus. Letztlich beißt er sich an einem Problem immer wieder die Zähne aus. Und das ist eben, wenn er sagt, der Geist ist also rein quantenmechanisch zu erklären, dann muss er sagen, also entweder opfere ich die Freiheit, weil auch die Quantenmechanik gehorcht strikten Gesetzen, oder aber ich breche die Gesetze der Quantenmechanik. Und einmal sagt er, dass er die Freiheit also aufrechterhalten will, aber dann sagt er wieder, dass er die Gesetze der Natur aufrechterhalten will, und das ist schwierig, es geht nicht beides. So, und aber selbst Dualisten, die sagen, okay, der Geist ist was Unabhängiges von der Physik, haben hier das gleiche Problem. Also wenn ich Quantenmechanik postuliere, dann und Freiheit aber auch haben will, dann muss ich irgendwann sagen, dass der Geist vermutlich die Gesetze der Quantenmechanik, also vor allem die Born-Regel, die genau sagt, mit welchen Wahrscheinlichkeiten Quantenereignisse eintreten, dann irgendwann bricht, weil sonst wäre der Geist gekettet an diese Quantenwahrscheinlichkeiten, und das ist unplausibel tatsächlich. Insofern gewinnt man eigentlich nicht wirklich viel, weil selbst wenn die Energieerhaltung
gewährleistet wäre durch Quanten, also dadurch, dass der Geist Quantenereignisse nutzt, was auch nicht klar ist, dass es so wäre, hätte ich immer noch das Problem, dass die Born-Regeln damit ein wichtiges Postulat der Quantenmechanik verletzt wird. Und gibt es noch andere Antworten, wie man das Problem oder die Probleme, die Willensfreiheit auch gerade in Bezug auf Naturgesetze hat, wie man das lösen kann, wie man das angehen kann? Ja, das ist tatsächlich das, woran ich arbeite in der Forschung, in meiner Dissertation. Also natürlich ein Problem habe ich dann, wenn das Verständnis von Naturgesetzen sehr strikt ist, also im Sinne von Naturgesetze gelten mit einer modalen Kraft wiederum. Das sind wir wieder in dieser Sache. Sie können gar nicht anders sein. Das hat schon viele, also die Frage da ist schon gar nicht so einfach, schon also rein naturwissenschaftlich zu beantworten, weil wenn ich das Newtonsche Naturgesetz der Gravitation nehme, ich habe gesagt, also ich habe zwei Massen und dann gibt es die Gravitationskonstante und dann gibt es den Abstand und das mathematisiert diesen Zusammenhang. Aber das heißt ja nicht, dass die zwei Massen, zwei Planeten, wenn ich sie nehme, in einen bestimmten Abstand setze, dass die sich dann genau so anziehen, wie das die Newtonsche Mechanik voraussagt, weil es eben auch andere Planeten gibt, die auch einen Gravitationseinfluss ausüben. Also das Gesamtbild zu haben, ist dann gar nicht so einfach. Die Idee ist dann schon, dass wenn ich sozusagen ein Gesamtnaturgesetz hätte, das alles beschreiben würde, alles in Betracht ziehen würde, wäre es strikt. Und die Idee ist halt schon, dass man da mehr Flexibilität reinbringt. Es gibt verschiedene Ansätze. Also einer ist eben der von meinem Doktorvater, von Michael Esfeld, der sagt, also in der Natur bewegen sich die Teilchen einfach. Es gibt keine tiefer liegende Erklärung. Erst im Nachhinein kann man sozusagen ein bestes mathematisches Modell finden für die Teilchenbewegung. Und das lässt natürlich schon Lücken für den Geist dann zu interagieren. Da gibt es die Idee, sogenannten Dispositionalismus, das heißt, die physikalischen Objekte haben ihre eigenen Eigenschaften, die für ihr Verhalten verantwortlich sind. Hier könnte man dann sagen, okay, der Geist hat auch seine Disposition, seine Kräfte sozusagen auf Materie einzuwirken und in manchen Fällen wird eben die eine Disposition durch die andere eben sozusagen getrumpft oder übertrumpft. Und die dritte Möglichkeit ist zu sagen, dass weder durch diese intrinsischen Eigenschaften der Materie die Bewegungen hervorgebracht werden, noch dass die Bewegungen einfach so passieren, sondern dass Gott sie hervorbringt. Weil jeder Einzelne, das wäre dann der Okkasionalismus, durch Malebranche zum Beispiel vertreten, schon ein paar hundert Jahre her, ist nicht mehr ganz aktuell die Theorie, aber ist zumindest denkbar. Also es würde mir all das erklären, was ich in der Welt sehe und würde aber auch dann die Freiheit geben zu sagen, okay, manchmal lässt Gott eben den Spielraum, dass Menschen eingreifen und dass gewisse Dinge nicht so passieren, wie er es sonst wollen würde. Die Freiheit hat Gott und insofern wäre das auch wieder kohärent. Gut, das hast du ja ganz verschiedene Gründe nochmal genannt. Wir haben jetzt auch über die verschiedenen Positionen genannt, die es überhaupt in dem ganzen Bereich gibt. Wir haben über wissenschaftliche Experimente gesprochen, die Liebig-Experimente und so weiter. Auch über dein Paper haben wir noch gesprochen. Jetzt würde ich noch vielleicht am Ende fragen wollen, aus welchen Gründen, also wir beide glauben an freien Willen, das ist, glaube ich, kein Geheimnis jetzt in dem Video, aber was würdest du sagen, was sind die Gründe, weshalb du den Libertarismus, also Willensfreiheit, überlegen findest gegenüber dem Determinismus? Ja, also das hatten wir schon angesprochen, also wenn ich Introspektion betreibe, mich selbst sozusagen hineinschaue, dann sehe ich dort, mich selbst reflektiere, sehe ich sowas wie freien Willen und also das jetzt zu sagen, zu verwerfen, was müsste es dann für Argumente geben? Also das sehe ich ein bisschen als schwierig an, nur weil jemand sagt, in der Physik habe ich sowas nicht wie freien Willen, finde ich schwierig, weil ich bin ja vielleicht eben was anderes als Physik und ich würde nicht vorschnell etwas, was ich durch erste Hand erleben
weiß, verwerfend für eine Theorie, die sozusagen nur aus der dritten Personperspektive Dinge beschreibt, die eben jetzt in der Naturwissenschaft der Fall ist. Ich würde der Introspektion hier immer den Vorrang geben, was nicht immer heißt, dass die Introspektion, das heißt ja nicht, dass die Introspektion unfehlbar ist. Das heißt nur, dass ich nicht vorschnell hier das Feld sozusagen räumen sollte, weil Wissenschaftler sagen, in unserem Gebiet haben wir keinen freien Willen. Dann zum Abschluss noch die letzte Frage. Welchen Unterschied macht es denn für unser Leben, ob es einen freien Willen gibt oder Ja. nicht? Also, ich denke, man muss realistisch sein. In der Praxis macht es vielleicht gar nicht so viel Unterschied. Das liegt einfach daran, dass Menschen kognitive Dissonanzen bis zu einem gewissen Grad ganz gut ertragen. Also, sie können eine Sache glauben in der Theorie und die andere Sache in der Praxis leben. Und das ist auch bei vielen Philosophen der Fall. Die leben eigentlich ihre Doktrinen nicht wirklich konsequent aus. Wenn sie es tun würden, würden sie vielleicht so enden wie Friedrich Nietzsche, der das offenbar schon getan hat und der dann eben ja leider psychisch erkrankt ist. Aber ich würde schon sagen, dass es gibt einen gewissen subtilen, auch subversiven Einfluss des Materialismus auf Menschen oder dieser Idee, dass wir eben letztlich keinen freien Willen haben. Der ist, denke ich, schon da. Also ich habe in meiner Jugend, denke ich, auch selber erlebt, wenn ich so zurückschaue, da war es oft so, dass ich mich selber doch eher als eine Art passive Durchlaufstation irgendwie gesehen habe, dass ich so ein bisschen passiv wie so eine Art Zuschauer dastand und beobachtet habe, wie gewisse Dinge passierten in meinem Leben, dann oft auch nicht zum Besten. Und ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte, also spätestens als ich Christ wurde und merkte, okay, ich habe wirklich Verantwortung für mein Leben und vor allem ich bin tatsächlich ein Geschöpf Gottes, jemand, der mit gewissen Kräften ausgestattet ist, in dieser Welt zu handeln. Und dann wuchs doch die Empörung darüber, dass ich mich hier so ein bisschen dahin treiben lasse und der Wille, hier meinen Willen tatsächlich vernünftig einzusetzen und auch mal zu widerstehen gegen Dinge, die da sind, die auf einen einprasseln. Das ist eigentlich ein lebenslanges Lernen, denke ich. Aber eben, der erste Schritt ist schon ein theoretischer. Also wenn ich tatsächlich glaube, dass ich gar nicht wirklich ein Akteur bin in der Welt, ein Prime Mover, dann wie soll ich dann jemals dahin kommen, dass ich willentlich meinen Willen schule und stelle und meine Urteilskraft stelle? Es gibt in der Literatur sozusagen, gibt es schon so ein paar Gedankenexperimente. So eines ist mir neulich untergekommen, das vielleicht zeigt, wie es sein könnte, wenn jemand das wirklich konsequent diesen materialistischen, also diesen antifreien Willen durchdenkt. Es gibt in That Hideous Strength, das ist ein bekannter Roman von C.S. Lewis, gibt es einen Wissenschaftler, Frost, der wird genauso beschrieben, dass er sich eben sozusagen immer wieder einredet, es gibt ihn selbst eigentlich gar nicht, er ist einfach nur ein Durchlauferhitzer für physikalische Vorgänge. Und er aber dann tatsächlich irgendwann genervt ist von der bloßen Vorstellung, dass er eigentlich sich noch als Zuschauer überhaupt wahrnimmt. Also er sagt, eigentlich dürfte nicht mal das der Fall sein. Ich müsste eigentlich nicht mal mich selbst als Zuschauer wahrnehmen. Ich dürfte eigentlich nur vielleicht wie ein Tier sein. Im besten Fall ist, dass zwar phänomenales Erleben hat, aber das eigentlich ein eigenes Ich hat, das sozusagen in Distanz treten kann zum eigenen Gedankenleben. Und das veranschaulicht, weil C.S. Lewis auch sehr, sehr plastisch und sehr, sehr lebendig beschreiben kann, veranschaulich ganz gut, wie es sein könnte. Und vielleicht finden sich manche Menschen darin wieder. Ja, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Mir ist das Thema auch super wichtig. Deswegen rede ich auch auf dem Kanal drüber. Deswegen habe ich dich auch für das Interview eingeladen, weil ich denke, vielleicht nicht im ersten Moment, aber es macht schon einen Unterschied, ob jemand das glaubt, dass er einen freien Willen hat, dass er Dinge beeinflussen kann oder nicht. Deswegen danke für das Interview. Es war super spannend. Es hat mich total gefreut, dich hier zu haben. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal. Das wäre sehr schön. Und ja. Ich glaube, die Zuschauer werden sich auch gefreut haben. Und lasst doch gerne einen netten Kommentar da, lasst gerne Fragen da. Wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Dankeschön.